Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist das dritte Video einer kleinen Serie, in der ich einen ersten Einblick in Netzsysteme biete, die Aufgaben von Sicherung beschreibe und schließlich die RCD einführen werde. Im zweiten Video habe ich mich mit den Aufgaben von Sicherungen befasst und dort den Fall der Überlastung näher betrachtet. In diesem Video werde ich die zweite Aufgabe von Sicherungen betrachten, nämlich den Schutz vor Kurzschluss. Ein Kurzschluss ist per Definition eine leitende Verbindung, die durch einen Fehler entstanden ist und zwischen zwei gegeneinander unter Spannung stehenden Teilen besteht. In Abgrenzung zum sogenannten Leiterschluss muss man hier noch erwähnen, dass im Fehlerstromkreis kein Nutzwiderstand liegen darf. Kurzschlüsse können vollkommen vorkommen oder aber auch unvollkommen. Vollkommen meint, dass an der Fehlerstelle kein Widerstand vorhanden ist, also sich zum Beispiel L und N sehr gut berühren. Unvollkommen heißt, dass an der Fehlerstelle ein gewisser Widerstand vorhanden ist, wenn zum Beispiel L und N nur einen schlechten Kontakt zueinander haben. Ich werde in diesem Video also zwischen einem vollkommenen Kurzschluss und einem unvollkommenen Kurzschluss unterscheiden. Speziell setze ich hier voraus, dass der Kurzschluss zwischen einem Außenleiter L und dem Neutralleiter N besteht. Wenn nun aber ein viel zu großer Strom über einen Außenleiter in die Anlage fließt und über den Neutralleiter zurück, so kann die RCD, der FI-Schutzschalter, diesen Fehler nicht bemerken. Das sollte Ihnen unbedingt klar sein. Sollte das noch nicht der Fall sein, so empfehle ich Ihnen das entsprechende Video, in dem ich die Wirkungsweise eines FI-Schutzschalters bzw. einer RCD näher erläutere. Das Problem, das nun bei Kurzschlüssen, insbesondere bei großen Strömen, auftritt, ist schlicht und einfach, dass sich die Leitung in der Anlage sehr schnell erwärmen. Dabei kann dann die Leitung, der Leiter selber, anfangen zu brennen oder auch die Isolierung können schmilzen und das Ganze kann zu Bränden führen. In weniger schlimmen Fehlerfällen wird schlicht und einfach die elektrische Anlage zerstört, ohne dass es zu Brennen kommt, aber auch dann ist natürlich schon ein Sachschaden gegeben. Natürlich hängt es von der Stromstärke ab, wie schnell es denn zu einer Gefahr wird, wenn ein Kurzschlussstrom fließt. Man muss aber davon ausgehen, dass weit unter 5 Sekunden schon erhebliche Gefahren bestehen. In den Normen wird nun eine Abschaltzeit gefordert für den Fall eines Kurzschlusses und dazu ist diese Formel angegeben worden. Die werde ich hier nur einmal ganz kurz erläutern, die wird aber im weiteren Verlauf des Videos keine größere Rolle spielen, da ich das Ganze hier für Berufsschüler auslege und diese Formel dort nie ein Thema ist. Wir sehen hier diese Formel, die die geforderte Ausschaltzeit in Sekunden angibt. In ihr enthalten ist der Leitungsquerschnitt hier mit S angegeben in Quadratmillimetern. Der Strom, der bei einem vollkommenen Kurzschluss zum Fließen kommt, der ist natürlich nicht so einfach zu ermitteln. Der muss durch Berechnungen oder durch Messungen ermittelt werden. Und es ist der sogenannte K-Faktor angegeben. Hier sehen wir die Einheit dieses Faktors. Der K-Faktor ist vom Leitermaterial und vom Isolationsmaterial abhängig. Die Ihnen möglicherweise viel bekannteren Abschaltzeiten von 0,2 Sekunden im TT-System, 0,4 Sekunden im TNCS-System und 5 Sekunden im Verteilungsstromkreis gelten für Körperschlüsse. In diesem Video ist jedoch von Kurzschlüssen die Rede. Dafür sind diese Abschaltzeiten nicht definiert worden, sondern da gilt diese Formel. Wie gesagt, eine Berechnung dieser Zeit werde ich hier nicht durchführen. Ich werde mich in diesem Video auf sehr einfache Fälle beschränken, nämlich auf Endstromkreise, die entweder mit Schmelzsicherungen oder aber mit Leitungsschutzschaltern gesichert sind. Beide Fälle werde ich näher betrachten. Zuerst befasse ich mich nun mit einem vollkommenen Kurzschluss in diesem System. Das ist ein TNCS-System. Wir sehen hier den Endstromkreis, der mit 16 Ampere abgesichert ist. Das kann hier eine Schmelzsicherung oder aber ein Leitungsschutzschalter sein. Und wir sehen hier schon die Fehlerstelle angedeutet. Die Leitungen, die nun in diesem Fehlerstromkreis vorhanden sind, haben insgesamt einen Widerstand von 2 Ohm. Das werde ich hier annehmen. Das ist der sogenannte Netzinnenwiderstand. An dieser Stelle tritt nun also ein vollkommener Kurzschluss auf. Das heißt, L und N berühren sich, aus welchem Grund auch immer, völlig widerstandsfrei. Die erste Frage, die ich mir hier stelle, ist die, wie groß der Strom nun wird. Das ist recht einfach zu berechnen, denn ich gehe ja davon aus, dass die Fehlerstelle keinen Widerstand hat und dass die Leitungen insgesamt einen Widerstandswert von 2 Ohm haben. So müsste ich einfach nur die 230 Volt, die ja zwischen L und N bestehen, durch 2 Ohm dividieren und komme auf einen Strom von 115 Ampere.
Wie soll nun die Sicherung auf diesen Fall reagieren? Naja, die Aussage, die man hier generell machen kann, ist recht einfach. Die Sicherung soll natürlich bei diesem Strom, bei 115 Ampere, nahezu unverzögert abschalten. Im Gegensatz zu dem Fall der Überlastung, der im letzten Video behandelt worden ist, soll nun eine unverzögerte Abschaltung erfolgen. Hier nochmal der Hinweis, dass die sehr bekannten Abschaltzeiten von 0,4 Sekunden fürs TNCS-System und die 0,2 Sekunden fürs TT-System sich auf einen Körperschluss beziehen, über den wir hier nicht sprechen. In diesem Fall gehen wir von einem Kurzschluss aus. Da gelten diese Zeiten, wie ich ja bereits weiter oben erläutert habe, nicht. Zu welchen Abschaltzeiten es hier wirklich kommen wird, werde ich weiter hinten anhand von Kennlinien erläutern. Zunächst möchte ich mir hier nun noch die Frage stellen, welchen Weg der Strom nun fließt. Ausgehend von der spannungserzeugenden Spule wird in diesem Fall über L3 ein Fehlerstrom fließen. Über die Sicherung, über die hier als widerstandsfrei angenommene Fehlerstelle, über den Neutralleiter bis zur gemeinsamen Klemmstelle von PE und N, denn ich gehe von einem TNCS-System aus. Der Strom wird nun weiterfließen über den PEN-Leiter und der Stromkreis wird nun an dieser Stelle geschlossen. Außerdem wird es in diesem Fall natürlich eine weitere Verzweigung geben, nämlich von der gemeinsamen Klemmstelle über den Betriebserder, das ist der Fundamenterder im System, der meistens als Anlagenerder bezeichnet wird, streng genommen aber im TNCS-System eine Erweiterung des Betriebserders ist. Über den Betriebserder am Transformator und über diese Strecke wird der Stromweg ebenfalls geschlossen. Der zuletzt eingezeichnete Stromweg wird voraussichtlich den kleineren Strom führen, da die beiden Erder relativ große Widerstände haben, was auf der Strecke des PEN-Leiters nicht der Fall sein dürfte. Der größte Teil des Stromes wird also über diese Strecke fließen. Die gleiche Fragestellung, nämlich die nach dem Fehlerstromweg im TT-System, wieder ausgehend von der Spule, in der die Spannung erzeugt wird, fließt der Strom nun über die Sicherung im Endstromkreis, über die Fehlerstelle, über den Neutralleiter und nun ausschließlich über diese vierte Leitung, die vom Transformator in die Anlage gezogen ist, und über den Sternpunkt zur Spule zurück. Ein Weg über den Anlagenerder gibt es in diesem Fall nicht. Denn im TT-System gibt es ja keine Verbindung zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter. Also gibt es tatsächlich nur diesen einen Stromweg in diesem Netzsystem. Natürlich ist es nun naheliegend, hier nach dem Widerstand des Fehlerstromweges zu fragen, den dieser maximal haben darf, damit eine ausreichend schnelle Abschaltung über die Sicherung erfolgt. Diese Frage werde ich hier allerdings nicht näher betrachten, denn diese Frage lässt sich nur im Zusammenhang mit der Sicherungskennlinie der eingesetzten Sicherung beantworten und mit Hilfe der Abschaltzeit, die ja über die oben genannte Formel zu berechnen ist. Da dabei aber sehr viele Größen eine Rolle spielen, werde ich diese Frage hier nicht näher beantworten. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich nun den Einsatz von Schmelzsicherungen und von Leitungsschutzschaltern betrachten für den vollkommenen Kurzschluss. Es ist ja nun so, dass die Sicherung möglichst schnell abschalten soll. Bei einer Schmelzsicherung gelingt das tatsächlich dadurch, dass der Sicherungsdraht innerhalb der Schmelzsicherung durch den hohen Strom schlicht und einfach schneller durchbrennt, als wenn ein kleinerer Strom fließt. Daher müssen die Sicherungen gerade dann, wenn Endstromkreise mit Schmelzsicherung abgesichert werden, sehr gründlich ausgewählt werden, damit eine rasche Abschaltung bei einem vollkommenen Kurzschluss erfolgt. In diesem Diagramm sehen wir nun die Zeitstromkennlinien von D01, D02 und D03 Sicherungen für verschiedene Bemessungsströme. Es sind in diesem Diagramm die Kennlinien für ganz viele verschiedene Bemessungsströme abgetragen. Für jeden einzelnen Bemessungsstrom ist immer nur eine Linie angegeben, im Gegensatz zu manchen Lehrbüchern, in denen für jeden Bemessungsstrom zwei Linien angegeben worden sind. Da ich nun in diesem Fall davon ausgehe, dass ich den Stromkreis mit 16 Ampere absichere, habe ich die Kennlinie für die 16 Ampere Sicherung bereits
gelb markiert. Hier unten sehen Sie die Referenz für dieses Bild. Den Strom, der hier zum Fließen kommt, habe ich bereits berechnet. Das sind 115 Ampere. So muss ich also bei 115 Ampere die Abschaltzeit ermitteln. 10 hoch 2 bedeutet 100. 2 mal 10 hoch 2 wären 200. Der Wert von 115 liegt somit natürlich zwischen diesen beiden Hilfslinien. Und zwar recht nah bei 100 Ampere. Von hier aus habe ich eine Hilfslinie hochgezogen bis zur 16 Ampere Kennlinie, von da aus nach links projiziert und kann nun die Abschaltzeit mit etwa 1,3 mal 10 hoch minus 1 Sekunden ablesen. Das sind 0,13 Sekunden. In dem hier betrachteten Fall würde die 16 Ampere Sicherung bei einem vollkommenen Kurzschluss, also innerhalb von etwa 0,13 Sekunden, den Stromkreis abschalten. Man darf bei dieser kurzen Abschaltzeit davon ausgehen, dass es keine Schäden in der Anlage gibt. Das Abschaltverhalten ist in diesem Fall übrigens von der Netzform unabhängig, da ich für beide Fälle einfach einen Netzinnenwiderstand von 2 Ohm vorausgesetzt habe. Nun möchte ich noch den gleichen Fall beim Einsatz von Leitungsschutzschaltern betrachten. Ich gehe in diesem Fall davon aus, dass ich einen Typ B 16 Ampere Leitungsschutzschalter einsetze. Leitungsschutzschalter haben grundsätzlich zwei Wirkmechanismen. Der eine greift bei Überlastung, der andere bei Kurzschluss. Da es sich hier nun um einen vollkommenen Kurzschluss handelt, wird die elektromagnetische Auslösung hier zum Tragen kommen. Schauen wir uns nun die Sicherungskennlinie an. Zunächst muss ich nun den Strom, der hier fließt, durch den Bemessungsstrom der Sicherung teilen. Also 115 Ampere geteilt durch 16 Ampere macht einen Wert von 7,2. Mit dem Wert von 7,2 kann ich nun an dieser Stelle bei 7,2 eine Hilfslinie in das Diagramm eintragen, da es sich um eine Typ-B-Sicherung handelt. Werde ich schon beim Eintritt in das Diagramm den rechten Rand, ich muss mir vorstellen, dass der rechte Rand des B-Bereiches sich über diese Linie hinwegzieht, berühren, sodass ich links an dieser Stelle 0,01 Sekunde, also 10 Millisekunden, ablesen kann. Bereits nach 10 Millisekunden wird dieser Schalter, der Typ B 16 Ampere, den Stromkreis abgeschaltet haben. Bei einem vollkommenen Kurzschluss wird nun also die Sicherung an dieser Stelle, wenn es sich um die Schmelzsicherung handelt, 130 Millisekunden zum Abschalten benötigen. Handelt es sich um den Leitungsschutzschalter, so sind nur 10 Millisekunden erforderlich. Hier ist der Einsatz eines Leitungsschutzschalters also erheblich günstiger. Ich werde nun noch den erheblich ungünstigeren Fall eines unvollkommenen Kurzschlusses betrachten. Ich gehe hier wieder davon aus, dass die Leitung der Anlage insgesamt einen Widerstand von 2 Ohm haben, egal ob es sich nun um ein TNCS-System oder ein TT-System handelt. Und ich gehe hier davon aus, dass an der Fehlerstelle ein Übergangswiderstand RF von 3 Ohm auftritt. Wir sehen in diesem Bild die Fehlerstelle, das ist ein Widerstand von 3 Ohm, der nun zwischen L und N auftritt. Hier angedeutet habe ich auch schon, dass dabei eine erhebliche Brandgefahr besteht. Wie groß ist nun die Stromstärke I? Da ich einen Leitungswiderstand von 2 Ohm angenommen habe und von einem Fehlerwiderstand von 3 Ohm ausgehe, ist der Gesamtwiderstand, auf den der Fehlerstrom nun trifft, ein Wert von 5 Ohm. Ich muss also die 2 Ohm und die 3 Ohm hier nur zusammenzählen. Damit ergibt sich nach dem ohmschen Gesetz 230 Volt durch 5 Ohm eine Stromstärke von 46 Ampere. Wie reagiert die Sicherung bei einem Strom von 46 Ampere? Das werden wir im Folgenden näher betrachten. Aber ich greife hier schon mal vorweg, die Sicherungen werden sich hier wie im Fall einer Überlastung verhalten, wie das im zweiten Video dieser kleinen Reihe näher erläutert worden ist. Die Sicherungen schalten bei einer Überlastung nur dann ab, wenn diese Überlastung lange genug andauert. Das heißt also mit absoluter Sicherheit in diesem Fall, dass die Abschaltung eine gewisse Zeit benötigt. Und genau das macht diesen Fall tatsächlich gefährlicher, als es der vollkommene Kurzschluss ist. Zuerst nun wieder die Betrachtung beim Einsatz einer 16 Ampere Schmelzsicherung. 10 hoch 1 ist 10, also habe ich hier 10 Ampere, 20 Ampere, 30 Ampere, 40 Ampere, nächste Hilflinie 50 Ampere. Da ich nun einen Fehlerstrom von 46 Ampere annehme, muss ich etwas links von dieser 50 Ampere Hilfslinie nach oben projizieren bis zur 16 Ampere Kennlinie, von dort nach links projizieren
und komme hier auf eine Abschaltzeit von etwa 5 Sekunden. Es wird also 5 Sekunden benötigen, bis diese 46 Ampere abgeschaltet sind. Zu dieser Situation habe ich nun noch einige kleinere Berechnungen durchgeführt, die hier zeigen sollen, wie gefährlich die Situation nun wirklich ist. Dazu rechne ich zuerst die Gesamtleistung aus, die in diesem Stromkreis nun umgesetzt wird. Der Stromkreis wird insgesamt von 230 Volt gespeist, der Gesamtwiderstand beträgt 5 Ohm und ich kann in diesem Fall wunderbar die Formel P gleich U Quadrat durch R anwenden. Das heißt, ich quadriere 230 Volt, teile das Ergebnis durch 5 Ohm und komme hiermit auf den sehr hohen Wert von knapp 10,6 kW. Es wird nun also in diesem Stromkreis eine Leistung für die Dauer bis zur Abschaltung durch die Sicherung von 10,6 kW umgesetzt. Das ist ein enorm hoher Wert. Noch kritischer wird die Sache dadurch, dass im Fehlerwiderstand von den 10,6 kW knappe 6,4 kW umgesetzt werden. Man muss bedenken, dass der Fehlerwiderstand ja ein sehr kleines Volumen einnimmt und wenn ich nun ein kleines Volumen mit 6,4 kW über 5 Sekunden aufheize, dann wird es dort sehr warm werden. Es kommt also nicht nur zu einer unverhältnismäßigen Erwärmung der Leitung, sondern insbesondere die Fehlerstelle wird sehr hohe Temperaturen annehmen, sodass es an dieser Stelle sehr schnell zu einem Brand kommen kann. Die Berechnung dieses Wertes war hier recht einfach, denn wir kennen ja bereits den Strom I, der mit 46 Ampere berechnet worden ist. Wir wissen auch, dass der Fehlerwiderstand 3 Ohm beträgt, so kann ich nun mit der Formel I Quadrat mal R, 46 Ampere zum Quadrat mal 3 Ohm, diesen Wert von knapp 6,4 kW sehr einfach ausrechnen. Wir werden das Ganze jetzt noch bei Leitungsschutzschaltern betrachten. Ich gehe davon aus, dass ich hier wieder einen Typ B 16 Ampere Schalter einsetze. Wie bereits erläutert, gibt es ja bei Leitungsschutzschaltern zwei Wirkmechanismen. Einmal die thermische Auslösung, die vor Überlastung schützt und andererseits die elektromagnetische Auslösung, die im Fall von Kurzschlüssen reagiert. Nun ist es aber bei diesem unvollkommenen Kurzschluss so, dass tatsächlich die elektromagnetische Auslösung nicht mehr die Abschaltung bewirken kann, sondern hier die thermische Auslösung die Abschaltung übernehmen muss, wie wir gleich genau sehen werden. Um das Ganze im Diagramm ablesen zu können, muss ich nun 49 Ampere durch 16 Ampere teilen. Dabei komme ich auf den Wert von 2,9 und muss nun in diesem Diagramm an der Stelle 2,9 ablesen. Man sieht sofort, dass der steile Bereich der Sicherungskennlinie nun von dieser Hilfslinie bei 2,9 gar nicht mehr berührt wird und somit kann die elektromagnetische Auslösung hier keine Abschaltung bewirken. Die Abschaltung kann nur noch durch die thermische Auslösung erfolgen. Projiziere ich nun hier hoch, so sehe ich, dass die sogenannte Nicht-Auslösekennlinie bei einem Zeitwert von etwa 3,8 Sekunden berührt wird. Das heißt, die früheste Abschaltung erfolgt nach etwa 3,8 Sekunden. Im Extremfall wird diese Sicherung allerdings erst nach etwa 13 Sekunden abschalten. Das heißt, hier fließt ein Strom von 46 Ampere über einen Zeitraum von 13 Sekunden. Das ist viel zu lang. Das ist also auch schon eine sehr kritische Situation, die wir hier sehen. Kurz nochmal die Situation hier reflektiert. In dem hier angenommenen Fehlerfall wird die Schmelzsicherung nach etwa 5 Sekunden abschalten. Beim Leitungsschutzschalter wird die früheste Abschaltung nach 3,8 Sekunden bewirkt werden, spätestens aber nach 13 Sekunden. Das ist also unter Umständen sogar erheblich länger als bei der Schmelzsicherung. Ja, soweit zu den Betrachtungen des vollkommenen und des unvollkommenen Kurzschlusses. Wie Sie sehen konnten, ist der unvollkommene Kurzschluss durchaus gefährlicher als der vollkommene Kurzschluss, da die Anlagen für einen vollkommenen Kurzschluss ausgelegt sind. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.